Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn, auch wieder vorgeschlagen von unserem Schildi 01. Und zwar heißt die Folge diesmal Busbrücke ohne Straßenanschluss. Jetzt wird's weird. Wie soll der Bus über die Brücke fahren, wenn die nicht angeschlossen ist? Ja, das ist lustig. Und wir schauen uns das zusammen an. Und da wechseln wir rüber in den Live-Bereich. Da seht ihr schon die Brücke. Also eins muss ich sagen, so wie ich das jetzt sehe, die Brücke sieht an sich schon mal richtig toll aus. Sehr futuristisch von der Optik. Da hinten sehe ich den Weg hoch, aber ich wage zu bezweifeln, dass der Weg an die Brücke angeschlossen ist. Ich habe so ein bisschen schon mal ein kleines Stückchen weiter geguckt, weil ich nicht gleich gestoppt hatte, als ich das in die Liste gezogen hatte. Und da habe ich schon was gesehen. Also schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Hier in Mainz steht ein architektonisches Meisterwerk. Eine Brücke für 3,4 Millionen Euro. Wow. Vor einem Jahr. Eine Brücke, 3,4 Millionen Euro in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz in Mainz. Habe ich gestern optisch gesehen, zumindest auch. Durch Mainz bleibt Mainz. Ich war auch selbst schon in Mainz. Ist eine schöne Stadt. Kann man nur empfehlen, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, einfach mal hinfahren und euch das angucken. Aber eine Brücke für 3,4 Millionen und dann einen solchen Fehler, dass sie nicht an die Straße angeschlossen ist. Also derjenige, der das Ding geplant hat, der gehört sofort hochkant gefeuert. Im Jahr wurde sie fertiggestellt und eigentlich sollten schon längst Busse auf der Brücke fahren und nicht nur darunter. Doch leider endet die Brücke auf der einen Seite im Busch und auf der anderen Seite stehen Poller. Sehr sinnig gemacht. Also von der Seite könnte man rein theoretisch drauf fahren, wenn die Poller nicht wären. Oder hat derjenige, der die Brücke geplant hat, einfach gedacht, wir machen da eine Fußgängerbrücke über die Straße. Dann wäre das natürlich intelligent, aber dann wäre die nicht so breit. Aber trotzdem, immer noch muss ich sagen, eines architektonisch gesehen, von der Optik her, ein Daumen hoch von mir. Also sieht gut aus. Es geht ja hier wohl jetzt nicht weiter. Also sie führt derzeit ins Niemandsland. Niemandsland würde Herr Sitte von der Stadt Mainz jetzt nicht sagen. Aber ja, da ist nicht alles so optimal gelaufen. Ja, das würde ich auch sagen. Und er deutet schon, der Himmel ist schuld. Haha, nein. Natürlich nicht. Natürlich. Ich will nicht die Mainzer beleidigen, die gläubig sind, weil Mainz ist ja eine der Bischofsstädte Deutschlands. Das wissen wir ja. Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Da, wo Menschen arbeiten, da können auch mal Fehler passieren. Sollte nicht passieren, passiert in der Regel auch nicht, aber in diesem einen konkreten Fall ist er passiert. Ja, da hat einer definitiv nicht auf den Plan geguckt. Und das ist, ich sag mal so, in einem Planungsdezernat, da arbeiten ja mehr als eine Person. Und ich denke mal, dass auch mehr als eine Person sich diesen Plan angeguckt hat. Weil es entscheidet ja nicht einer alleine, wer das den Zuschlag für solche Sachen bekommt, sondern das machen ja immer mehrere. Haben die alle tiefdunkle Sonnenbrillen aufgehabt oder haben noch einen vom Faschingfeiern in der Birne gehabt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist? Der Fehler ist, zur Brücke führt noch keine für Busse ausgebaute Straße. Eigentlich sollte sie über dieses Feld führen. Die Bagger waren auch schon da und haben angefangen zu buddeln. Nur leider hat man vergessen, die betroffenen Grundstücke vorher zu kaufen. Sagte er gerade was von einem Fehler kann mal passieren? Ich glaube, da sind eine ganze Menge Fehler passiert, wenn sie nicht einmal die Grundstücke angekauft haben, die sie gebraucht hätten, um das Ganze richtig hinzubauen. Die Stadtverwaltung war davon ausgegangen, dass wir die Bereiche der Flächen, die wir brauchen, um die ÖPNV-Trasse zu realisieren, schon im Eigentum haben oder im Besitz haben. Dem war nicht so, weil uns da ein Fehler unterlaufen war. Das ist also doch schon der zweite Fehler. Er hat ihn gerade zugegeben, den zweiten Fehler. Und wie sagt mein Mann immer so schön, denke nicht gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. War das jetzt richtig, gerade habe ich das so richtig wiedergegeben? Und wir wissen ja, Politik und Denken, das sind zwei Welten, die aufeinanderstoßen und nicht zueinander finden.
Weil die Grundstückseigentümer das nicht so lustig fanden, dass die Stadt ungefragt ihre Felder aufbuddelt, sind sie mal eben mit ihren Treckern gekommen. Da hat die Stadt schnell alles wieder zugebracht. Geile Grafik, geil. Das ist das Highlight dieser Folge. Das ist das Highlight, das ist geil. Zu Recht, alles nachvollziehbar. Und daraufhin ist die Baustelle auch wieder abgezogen worden. Ja, es ist abgezogen worden und seitdem habt ihr nichts gemacht, was hingeht, was ist. Ja gut, okay, ich habe den letzten Punkt vergessen. Ja, ist in Ordnung. Aber sonst habe ich es richtig wiedergegeben. Das war schon mal gut. Also ich kann mir solche Sachen auch merken, siehst du? Und das, obwohl ich gerade so viel im Kopf habe. Und nun steht hier seit einem Jahr eine riesige Brücke ohne Straße. Aber mit viel Platz für Fußgänger. Na, immerhin, die Fußgänger haben ihren Spaß. Und da kann ihnen keiner über die Füße fahren, sie müssen nicht zur Seite springen, sie haben Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Wunderbar, das ist die perfekte Brücke dafür. Ich wüsste gerne, ob das immer noch so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas vergessen kann. Super peinlich für die Stadt Mainz. Was scheiße ist. Wie das passieren kann, ne? Muss ja wer geschlafen haben. Wer? Da haben eine ganze Menge geschlafen. Ich muss daher wirklich mal gucken. Das ist ja eine ältere Folge. Die ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch aktiv natürlich Mainz bleibt Mainz. Es wäre interessant zu wissen, ob irgendjemand der Mainzer Karnevalisten sich diesen Kniff genommen hat und entweder im gleichen Jahr oder im Jahr darauf das Ganze in eine Büttenrede verpasst hat. Verpackt hat, nicht verpasst. Verpackt. Genau. Jetzt hab ich's. Gut. Okay, weiter geht's. Nein, weiter geht's. Na, Herr Sitte, kann man das wirklich so sagen? Das ist letztlich ein Kommunikationsfehler zwischen den Ämtern und Dezernaten. Also typisch Politik. Der eine sagt was, der andere weiß es nicht und der dritte vergisst es. Klingt schon viel besser. Wenn Ämter und Dezernate 6 Jahre so eine Brücke planen, kann eine wichtige Info schon mal durchflutschen. Aber egal. Ist eben echt mainzigartig. So eine Busbrücke ohne Busse. Genau, da seht ihr noch ein paar andere Videos, die ihr gucken könnt. Und ein paar davon habe ich auch schon geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war jetzt wieder mal wirklich, das war mainzigartig, ja, das muss man echt sagen. Aber 6 Jahre haben sie an der Brücke geplant. Über verschiedene Dezernate hinweg. Aber es ist keinem aufgefallen, dass sie erstens mal die Grundstücke noch gar nicht hatten, die sie brauchen, um die Straße anzubinden. Und zweitens, dass die Brücke auf diesem Weg nicht angebunden werden kann. Und dann verpulvern sie dafür 3,4 Millionen Euro Steuergelder. Mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen, außer Dummheit wächst in Ämtern manchmal. Manchmal, nicht alle. Also ich kenne auch Amtspersonen, die wirklich mitdenken, die mithelfen, die sich dafür einsetzen, für was sie da sind. Leider gibt es davon viel zu wenige. Und in den höheren Positionen sitzen dann meistens immer die, die nicht über den Tellerrand hinweg gucken. Ja. Aber das Schöne dabei ist, auf diesem Wege kriegen wir solche Sachen für das Reacten. Aber ich muss auch sagen, jetzt auch meine Lanze für die Politik gebrochen, es gibt durchaus auch Politiker, Amtsträger und Mitarbeiter in Ämtern, die wirklich gut arbeiten. Und für die gibt es von mir jetzt mal einen doppelten Daumen hoch und ein Herzchen in die Kamera, weil ohne euch würde hier wirklich alles den Bach runtergehen. Bleibt so, wie ihr seid und gebt euren Kollegen, die das nicht ganz so hinkriegen, ein gutes Vorbild. Dann passt das. Genau, danke Kistenkater. Das finde ich toll, das ist auch schön, das bleibt hier auch im Video drin. Und ja, wie gesagt, ich habe gerade selbst massive Probleme, zwar nicht mit dem Amt, sondern mit was anderem. Und ja, das Amt hilft. Und das ist gut. So, aber wie immer, wenn es euch gefallen hat und ihr hier auf YouTube seid, Däumchen hoch, Abo, Glocke, Kommentar, mit Anregung, Kritik, Ideen, React-Vorschlägen und. Originalvideo ist auch da unten verlinkt. Damit ich es nicht vergesse, gibt es hier einen Daumen hoch.
Genau. Und ja, mir bleibt zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr mal dabei sein wollt, live auf Twitch, auch da unten verlinkt. Bis dahin, sagt euch Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Eure Josie.